Eine riesige Löwin näherte sich schleichend einem kleinen Mädchen. Was einen Moment später geschah, schockierte alle. An einem sonnigen Sommertag beschloss eine befreundete Familie, ein großes Wildtierreservat zu besuchen. Die Eltern, John und Sarah, wollten ihren beiden kleinen Töchtern, Sophie und Emily, die reale Welt der wilden Natur zeigen. Die Mädchen waren ganz begeistert und freuten sich darauf, exotische Tiere zu treffen. Als die Familie das Reservat betrat, tauchte sie sofort in die Atmosphäre der unberührten Natur ein. Endlose grüne Wiesen, Baumgruppen und kleine Teiche umgaben sie. Hinter den Gehegen waren verschiedene Tiere zu sehen, riesige Elefanten, gestreifte Zebras, zerzauste Löwen und viele andere wilde Kreaturen. Die jüngste Tochter Emily, die erst 5 Jahre alt war, lenkte die Aufmerksamkeit sofort auf das riesige Gehege mit den majestätischen afrikanischen Löwen. Emily liebte alle Katzen und konnte es kaum erwarten, die großen wilden Verwandten ihrer Hauskatze Simba aus der Nähe zu betrachten. Die Familie näherte sich dem Gehege der Raubtiere. In der Mitte des Geheges tummelten sich 3 junge Löwenbabys und spielten. Die große Löwin Rory, offenbar ihre Mutter, lag in der Nähe und beobachtete die Jungen. Rory war bereits eine erwachsene Löwin und schenkte den Besuchern des Reservats keine Aufmerksamkeit. Doch an diesem Tag erregte etwas ihre Aufmerksamkeit. Emily beobachtete die verspielten Jungtiere mit Begeisterung durch die stabile Glaswand. Das Mädchen war bezaubert von ihren anmutigen Bewegungen und ihrem amüsanten Verhalten. Plötzlich bemerkte sie, dass die erwachsene Löwin Rory abrupt aufstand und sich aufmerksam umsah. Rory nahm einen ungewöhnlichen Geruch jenseits der Barriere wahr, den Geruch eines winzigen Warmblutjungen. Die Löwin schnupperte und entdeckte die Quelle des verführerischen Geruchs. Es war ein kleines Mädchen, das direkt neben der Barriere stand. Rory beobachtete Emily neugierig. Emily lächelte freudig und winkte der Löwin zu. Sie hatte überhaupt keine Angst vor dem riesigen Raubtier, das sie naiverweise mit einer riesigen Hauskatze verwechselte. Rory antwortete, indem sie ihre kleine Mähne langsam schüttelte. Die Löwin rückte näher an die Absperrung heran und musterte das neugierige kleine Mädchen genau. Emilys Eltern bemerkten zunächst nicht, dass sich ihre kleine Tochter so nahe an das Löwengehege herangewagt hatte. Doch bald drehte sich John um und erstarrte vor Entsetzen, die mächtige Löwin bewegte sich direkt auf die Absperrung zu, auf ihre kleine Tochter zu. Auch Sarah schrie und eilte zu Emily, um sie vor dem gefährlichen Raubtier in Sicherheit zu bringen. Doch in diesem Moment geschah etwas Erstaunliches. Rory, die normalerweise Fremden gegenüber gleichgültig ist, blieb in der Nähe der äußeren Absperrung des Geheges genau gegenüber von Emily stehen. Die Löwin knurrte nicht, sondern beobachtete das Mädchen nur ruhig und neigte den Kopf zur Seite. Emily war so verzaubert von der riesigen Katze, dass sie die Vorsicht völlig vergaß. Das Mädchen drückte sich gegen die Barriere und streckte ihre Hände nach Rory aus. Die Löwin beugte sich daraufhin vor, als wollte sie mit der kleinen Besucherin spielen. Das Raubtier schnupperte und blinzelte, als würde es jedes Merkmal im Gesicht des Kindes studieren. John näherte sich vorsichtig und ergriff Emilys Hand, wobei er sein Zittern kaum unterdrücken konnte. Die Löwin und das Mädchen waren nur durch dickes Glas getrennt, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Sarah hielt sich vor Schreck den Mund mit der Hand zu und beobachtete diese unglaubliche Szene mit Entsetzen. Zu diesem Zeitpunkt kam der Hauptwärter des Reservats, Bob, an dem Gehege vorbei. Ihm fiel sofort das ungewöhnliche Verhalten der Löwin Rory auf, die Besucher stets ignorierte. Bob näherte sich der Absperrung und staunte über den Anblick. Schnell rief er nach Emilys Familie. Wow! Ich habe noch nie gesehen, dass Rory so auf Besucher reagiert. Normalerweise schenkt sie den Leuten wenig Aufmerksamkeit. Euer kleines Mädchen scheint sie völlig verzaubert zu haben. Ein solches Verhalten der Löwin ist einfach unglaublich. Die Familie nickte ängstlich, unfähig, ein Wort zu sagen. Rory hielt ihren Blick immer noch wie verzaubert auf Emily gerichtet. Sie schnupperte sanft an den Händen des Mädchens und berührte mit ihrer rauen Zunge kaum das Glas. Emily lachte vergnügt über diese unmerklichen Berührungen. Bob bot den verblüfften Eltern an, sie in den nächsten 5 Jahren kostenlos im Reservat zu besuchen. Er war so erstaunt darüber, wie Rory auf das kleine Mädchen reagierte, dass er ihre Interaktion weiterhin beobachten wollte.
John und Sarah nahmen Bobs großzügiges Angebot gerne an. Emily war begeistert von dem Gedanken, dass sie in das Reservat zurückkehren und ihre neue riesige Katze sehen könnte. Von diesem Tag an besuchte die Familie regelmäßig das Reservat. Und jedes Mal rannte Emily eifrig direkt zum Löwengehege, um ihren Liebling Rory zu treffen. Die Löwin erkannte das kleine Mädchen immer und näherte sich sofort der Absperrung, in Erwartung einer weiteren Begegnung mit dem erstaunlichen Kind. Rory wurde nur in Emilys Gegenwart völlig zahm. Sie wartete geduldig, bis sich der kleine Gast dem Gehege näherte, legte sich dann direkt an die Absperrung, lauschte interessiert dem Geplapper des Mädchens und schnurrte leise vor sich hin, als würde sie auf das Geplapper des Kindes antworten. Emily unterhielt sich unermüdlich mit der Löwin und teilte mit ihr alles auf der Welt. Sie erzählte Rory Geheimnisse aus ihrer Kindheit, beschwerte sich über die Streiche ihrer älteren Schwester Sophie und beschrieb lustige Spiele mit Freunden. Es schien, dass die Löwin alles verstand und jedem Wort des Kindes zuhörte. Rory sah Emily mit ihren weißen bernsteinfarbenen Augen an, die so viel Wärme und Zärtlichkeit ausstrahlten. In diesen Momenten glich sie dem Inbegriff mütterlicher Liebe, einer fürsorglichen Mutter, die bereit ist, ihr Kind vor allen Widrigkeiten zu schützen. Mit jedem Besuch wuchs Emilys Zuneigung zu Rory. Das Mädchen konnte stundenlang am Gehege sitzen, nur um ihrer ungewöhnlichen Freundin näher zu sein. Das Mädchen zeigte der Löwin ihr Lieblingsspielzeug und die Löwin genoss es, die Bewegungen des Kindes zu beobachten. Die bemerkenswerte Bindung zwischen dem kleinen Mädchen und dem wilden Raubtier wurde von Tag zu Tag stärker. Emily hatte überhaupt keine Angst vor der Löwin, denn sie spürte ihre freundliche Seele. Und Rory, die zuvor fast die gesamte Welt um sich herum abgelehnt hatte, öffnete ihr Herz für ein einziges Wesen, ein unschuldiges Kind. Die Mitarbeiter des Reservats, angeführt von Bob, beobachteten diese rührende Freundschaft mit Erstaunen und Bewunderung. Sie waren erstaunt darüber, wie die sture Löwin, die viele Jahre nur mit ihrer Art gelebt hatte, ein kleines Menschenkind an sich heranlassen konnte. Eines Tages, bei einem weiteren Besuch, erzählte Emily ihren Eltern voller Zuversicht, dass sie, wenn sie einmal groß sei, unbedingt Tierpflegerin in diesem Reservat werden wolle. Das Mädchen träumte davon, sich um Rory und die anderen Bewohner zu kümmern und sie mit der gleichen grenzenlosen Liebe zu umgeben, die die Löwin ihr gegeben hatte. John und Sarah, die das unglaubliche Band zwischen ihrer Tochter und dem wilden Raubtier sahen, waren von Emilys Plänen nicht überrascht. Sie verstanden, dass die Löwin Rory ihrem kleinen Mädchen näher und lieber geworden war als alle Haustiere. Die Natur hatte dem Mädchen einen wahren Freund in der Gestalt eines furchterregenden Tieres geschenkt. Jahr um Jahr verging, und die Freundschaft zwischen Emily und Rory wurde nicht schwächer, sondern nur noch stärker, je älter das Mädchen wurde und die Löwin neben ihr alterte. Für das Raubtier war die kleine Emily zu ihrem eigenen Jungen geworden, und für das Mädchen wurde Rory zu einer zweiten Mutter, nur größer und pelziger. Die erstaunliche Geschichte einer wunderbaren Freundschaft zwischen Mensch und Wildtier sprach sich weit über das Reservat hinaus herum. Aus dem ganzen Land kamen Menschen, um diesen unglaublichen Anblick mit eigenen Augen zu sehen. Eine mächtige Löwin, einst wilde Herrscherin der Savanne, streichelt ein kleines Mädchen, als wäre es ihr eigenes Junges. Und obwohl jeder wusste, dass diese märchenhafte Freundschaft früher oder später zu Ende gehen würde, da das Leben eines Menschen und das einer Löwin unterschiedlich lang ist, wollte niemand an diesen traurigen Moment denken. Jedes Mal, wenn sie in das Reservat kamen, rannte Emily immer noch zum Gehege, und Rory wartete bereits auf sie, zitternd vor Ungeduld. Und diese untrennbare Bindung zwischen dem Mädchen und der Löwin blieb so stark und schön, dass sie sich für immer in die Herzen der Zeugen als ein wahres Naturwunder einprägte.